Lieben, ich habe hier 200 Gramm Mehl und so circa 80 Gramm Butter. Dazu tue ich jetzt zwei gestampfte Bananen, also so mit der Gabel vorgedrückt. Dann den Rest macht der Küchenmixer. So. Da wir der Meinung sind, dass die Banane normalerweise genug süßt, tue ich nur Vanillezucker ein bisschen mit rein und nicht wie im Rezept steht noch 200 Gramm Zucker. Denn wir wollen ja auf raffinierten Zucker eigentlich verzichten. So, bei uns kommt ins Bananenbrot auch noch ein wenig Zimt mit rein. Im Winter tue ich auch Lebkuchengewürz oder sowas mit rein, an Halloween Pumpkin Spice, aber im Rest vom Jahr Zimt. Das ist eine schöne Mischung mit der Banane, außerdem ist Zimt gut für die Verdauung. Ein Ei kommt jetzt noch mit rein. Nicht zu vergessen, ein Päckchen Backpulver oder 1,5 bis 2 Teelöffel, falls ihr so eine Dose habt. Und da mir die Masse dann meistens ein bisschen zu fest ist, tue ich noch einen Schluck Milch mit rein. So, das sollte jetzt eigentlich passen. Der Teig ist gut geworden. So, und jetzt kommt auch mal ein kleiner Küchenhack von mir. Damit das Backpapier nicht rund macht, habe ich da ein klein wenig Butter oder Margarine dahinter. Und dann hält das fest. Und dann habe ich keine Probleme mit dem Teig reinfüllen. Genau. Teilen wir das noch gut. Ich lege jetzt keine Bananenhälften drauf, denn das mögen meine Männer nicht. Und das kommt jetzt bei 160 Grad für circa 60 Minuten in den Ofen. So, ihr Lieben, jetzt ist ein bisschen Zeit vergangen. Ich habe es gerade aus dem Ofen geholt, das Bananenbrot. Ich finde, das ist richtig gut geworden. Wir schauen mal. Es ist noch sehr heiß. Aber, ja, perfekt.
will mir jetzt auch nicht die Schnute verbrennen. Super. Perfekt.